Herzlich willkommen wieder zu einer Folge Jade Empire. Es geht weiter durch die Stadt. Und letztes Mal haben wir mit so ein paar Gesprächen geendet. Hat der einen Namen? Nur Junge, nö. Und wir müssen ja noch ein paar Sachen hier in der Stadt erledigen. Wollen wir mal sehen, was ist das denn hier? Das ist, glaube ich, ein Fußweg. Da sind wir, Bootshaus. Ich würde vorschlagen, wir wandern jetzt erstmal nach oben. Da ist ja dieser Minister Scheng und Kaufmann, was weiß ich, alte Masse. Ja, mit dem Bootshaus kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich nehme mal an, da kann man auch nicht reingehen. Vielleicht, oh, da steht ein ganz wichtiger Mensch davor. Wer ist das? Wache. Ihr kommt ja nicht rein. Zutritt nur für Mitglieder. Okay, bin ich nicht. Genau, wie wird man Mitglied? Das geht nicht und jetzt trollt euch gefälligst. Einen schönen Tag noch. Dann gehe ich eben erstmal wieder. Bleh. Hätte ich das gewusst. Gibt's hier hinten beim Bootshaus noch was? Toll, jetzt bin ich ja irgendwie gleich wieder angeschlagen. Jetzt brauche ich einen Schrein. Ah ja. Was ist das? Muss ich mit dem Kran den ganzen Steg da zum Einsturz bringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich vermute mal fast, dass auf dieser Seite auch nichts ist. Nee. Dann müssen wir doch irgendwie den Weg in die obere Stadt wieder suchen. Und das mit dem Leben nervt mich jetzt so ein bisschen. Habe ich denn hier irgendwo einen Schrein? Ist jetzt noch nicht wirklich, ne? Ist egal, gucken wir mal. Wenn nicht, muss ich das zur Not irgendwo nochmal laden. Hier sind nur irgendwelche Leute, die dumm rumstehen. Werdet ihr im Alter etwas langsamer, Gian? Ah, alte Meister. Kann ich da Gian Eisenfaust, Herren wo? Ikir niktine piru, wo ifirek uok son puno. Okay, ihr spielt so verhalten beim Spielen einer Partie. Müsst ihr kühn sein, habe ich euch denn gar nichts beigebracht? Ihr habt mir viel beigebracht, Gian. Aber die wertvollsten Lektionen bestanden darin, aus euren Irrtümern zu lernen. 17. Feld des Löwen, wenn's genehm ist. Na gut. Ja, das mag ich an dem Spiel hier zum Beispiel gar nicht. Also, ein weiser Zug, aber ihr wisst, dass ihr nicht gewinnen könnt. Ihr seid bei diesem Spiel genauso zögerlich wie damals beim Lernen der harmonischen Kombinationen. Ihr müsst kühn sein, wo? Ihr seid unhöflich, Gian. Wir haben einen Gast. Lasst uns das Spiel einen Moment unterbrechen. Taue ihr Koana ihr Sonier Iburki. Ich hätte mein Bestes getan, um euch zu ignorieren. Nun gut, wollt ihr von Gian der Eisenfaust oder Herren... Was wollt ihr? Genau, von Gian der Eisenfaust oder Herren wo? Wenn es um Training geht, vergesst es. Was genau machen die denn? Nun, wir sind gerade dabei, uns bei unserer Partie G unterbrechen zu lassen. Ohne Brett und Steine zu spielen, ist auch ohne Störung durch Fremde schon schwer genug. Ihr kennt doch sicher Yi, das Eroberungsspiel. Nee. Auf einem Brett mit 19 Reihen und Spalten erobern die schwarzen und weißen Spielsteine Territorium für ihre Spieler. Nein, kenne ich nicht. Wir haben einfach beschlossen, auf das Brett zu verzichten. Wenn man sich richtig konzentriert, ist es nicht schwer, eine Partie im Gedächtnis zu behalten. Oh Gott. Welche Art von Training könnt ihr beiden anbieten? Keines, so viele Leute bitten um unsere Unterweisung. Geht's jetzt hier um Kampftraining? Seid nicht so voreilig, Gian. Mich habt ihr damals vor langen Jahren nicht abgewiesen. Und schaut, wohin uns das gebracht hat. Eure närrische Hingabe an den Weg der offenen Hand hat euch aus meiner Lehre vertrieben und euch schwach gemacht. Aus. Ende des Themas.
Niato und Nonapadi, Irovir. Kuni Ugnawate ihr. Na super, Fragen will er mir auch nicht beantworten. Ich soll jemand anders fragen. Vergebt ihm. Hätte mein ehemaliger Meister sich an seine Manieren erinnert, hätte er euch gesagt, dass wir nicht aus Jens Anleger sind. Wir wissen wenig über die Geschehnisse hier. Okay, das erklärt einiges. Jetzt habe ich was weggeklickt. Ach, da oben, das könnte das letzte sein. Das Reich hat einen Minister abgestellt, der sich um diesen Ort kümmert. Cheng ist sein Name, belästigt ihn, wenn ihr mehr über diesen Ort wissen müsst. Kann ich die nicht trotzdem... Jian, die Eisenfaust wird ihn doch nicht einfach gehen lassen, oder? Wenn ihr nichts sagt, dann werde ich eben reden, alter Ziegenbock. Genau, Ziegenbock. Sisail Pawao, Tikotro Tuaso. So sehr es mich schmerzt, wo hat recht, ich sehe Potenzial in euch. Mehr Stärke als in dem Dutzend Würmer, das um meine Gunst ringelt. Ich sehe ebenfalls die Stärke, aber auch die Fähigkeit zum Verständnis der Welt und eures Platzes in ihr. Ihr könntet euch als interessanter Schüler erweisen. Soll das bedeuten, ihr werdet mich trainieren? Ipaner nuku iwa ir nikasanarir. Iruru ninua sa irkana. Gott, was soll das denn jetzt wieder heißen? Ich mache euch ein Angebot. Zeigt mir, dass ihr jede Feinheit des Weges der geschlossenen Faust versteht und ich werde euch beibringen, wie ihr euch mit Hilfe des Taifuns die Stürme gefügig machen könnt. Aha. Er hätte euch liebend gern als Schüler. Aber zeigt mir, dass ihr den Weg der offenen Hand wandelt und ich werde euch in die Geheimnisse des Steinunsterblichen einweisen. Sowohl Taifun als auch Steinunsterblicher sind sehr empfindlich für euer Temperament. Harmonie oder Disharmonie können eure Befähigung zur Kontrolle von Luft oder Erde beeinflussen. Usair Kognato, Tanatir, Katanano, Shafatoyu, Kognato Sir Ipanoniko. Wir werden einige Zeit hier sein, falls ihr Unterweisung von uns wünscht, aber bittet uns nicht, euch auf eurem Weg, Pfad zu leiten. Die Wege selbst zu lernen, ist die wichtigste Lektion. Ist alles ziemlich kryptisch für mich noch. Aber, okay, ich habe jetzt einen Eintrag bekommen. Ein uraltes Spiel. Ihr seid zwei Meistern begegnet, die in ein strategisches Spiel am G vertieft sind. Es geht darum, mit Hilfe Schwarz und so weiter, okay. Doch sie haben gegensätzliche Philosophien und jeder verlangt zunächst einen Beweis, dass ihr der Seinen folgt. Woher soll ich das denn wissen? Was ist denn ein Beweis? Kann ich mit der da reden? Habe ich schon Beweis erbracht vielleicht? Es ist immer ein Vergnügen. Ihr habt einige Kenntnis vom Weg. Kommt wieder zu mir, wenn ihr glaubt. Der Stil Stein und Sterblicher erlaubt. Okay. Um die Erde zu verstehen, müsst ihr... Deswegen wird der Steinunsterbliche auch nur jenen beigebracht, die dem Weg der offenen Hand folgen. Unser Sinn für Harmonie hilft... So, offene Hand folgen... Na ja, gut, wir werden sehen, was das Ganze gibt. Ich bin mir da noch nicht so ganz... Achso, muss noch mal auf die Karte gucken. Bin mir da noch nicht so ganz im Klaren. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Die waren schon kaputt aus. Oje, schon wieder so ein Besoffener. Schön! Wo afaweir sun urk von ihr uk? Uxir sa fiet kup kup wo sarkir. Halt, Dieb, gib mir sofort mein Schwert zurück. Gib das Schwert zurück, Bursche! Sicher gab es nie einen unglücklicheren Minister als Minister Xing, der solche Frechheit erdulden muss.
Kuni onu tashika wir von ihr Satharaponi? Ist das alles? Sie lassen Diebe einfach so gehen? Und der arme Minister Shing muss sich die Beleidigungen von Händlern anhören, die nichts von Justiz verstehen. Wo sollte ich den Burschen denn hinsperren? Mein Gefängnis ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zusammen mit meinem Büro, wenn ich das hinzufügen darf. Ich habe keinen Ort, wo ich Diebe einsperren könnte. Und jetzt hört auf, Höherstehende in Frage zu stellen. So ein Scheiß. Gucken wir uns hier erstmal um. Sehen, was das hier gibt. Wer ist das da? Bäuerin, Bauer, Bauer? Bauer. Gibt es die Leute mit Namen? Seemann. Straßenjunge. Was sagt der? Hast du ein Schwert? Nö. Darf ich mal deine Muskeln anfassen? Nö. Das Leben scheint hier seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Da könnte man das Geschehene fast vergessen. Kann ich den... Wenn noch einer dieser Dörfler über mich spöttelt, fang ich an zu prügeln. Okay. Das ist schlimm. Oh, das ist schlimm. Der Fluss ausgetrocknet, überall Piraten. Das ist schlimmer als die große Dürre. Hier gibt's nicht viel. Ach, setzt euer Tagwerk fort, Jungchen. Wir vertreiben uns nur die Zeit. Warte mal, Bauer Rijin und Bauer Yijin. Ach, setzt euer Tagwerk fort, Jungchen. Wir ver... Sa ir jagoak, kokonatos hier ipanoniniko. Könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade ein wichtiges Gespräch mit meinem Freund zu führen versuche? Die Jugend heutzutage. Kein Respekt mehr. Lass diesen jungen Mann in Ruhe, du mürrischer alter Ziegenbock. Schon wieder ein Ziegenbock. Wirkt, das könnte er dich einfach so niederstrecken. Hätte uns allen vielleicht einen Gefallen damit. Mal gucken, ob gleich wieder irgendwie gekloppt wird. Was haben wir denn hier? Lauter Fässer. Oh, was ist das denn? Gut, das gab Geld. Oder ist das der alte Weih? Wie? Was wollt ihr von mir? Einmal Pommes mit Currywurst. Wer seid ihr? Mein Name ist Wei. Manche nennen mich auch den alten Wei, aber nur, weil sie den alten Shan nicht kennen. Denn wenn ich alt bin, dann ist er schon fast tot. Er ist mindestens eine Woche älter als ich. Doch, eine ganze Woche. Das ist cool. Im Vergleich zu den meisten anderen Leuten in Tiens Anleger sind wir natürlich beide schon recht alt. Die meisten hier erinnern sich ja nicht einmal daran, wie es vor der großen Flut war. Tja, erzähl mal was von der Flut. Was ist denn da los gewesen? Vor 18 Jahren war Kaiser Sun jung und noch ganz berauscht davon, dass er die Dürre beendet hatte. Er ließ überall im Reich Bauten errichten, unter anderem den großen Damm am Fluss. Die Arbeiter kamen und begannen, den Damm in der Nähe unserer Stadt zu erbauen. Wir waren keine Ingenieure und wussten nicht, was uns erwarten würde. Einige glaubten, dass unsere Stadt durch den Damm überflutet werden würde. Die meisten von uns aber waren unbesorgt, denn schließlich hätte uns der Kaiser sicher gewarnt, wenn für uns Gefahr bestanden hätte. Eines Tages wurde dann der große Damm fertiggestellt und er wurde geschlossen. Und was ist dann passiert? Die Stadt wurde überflutet. Also doch. Wir nahmen mit, was wir konnten, und flüchteten. Mütter liefen umher und riefen nach ihren Kindern, die zum Spielen in die Felder gegangen waren. Kinder schrien nach ihren Hunden. Einige Leute kletterten auf die Dächer ihrer Häuser und weigerten sich, die Stadt zu verlassen. Wir, die Überlebenden, marschierten flussaufwärts. Einige brachen vor Erschöpfung zusammen, aber das Wasser stieg unerbittlich weiter an. Ich trug einen Jungen und ein Mädchen auf meinen Armen. Ich sah, wie ein anderer Junge fiel, aber ich konnte ihn nicht auch noch tragen. Schließlich brach auch ich zusammen. Als ich aufwachte, sah ich, dass das Wasser aufgehört hatte zu steigen.
Tja, fahren fort. Ich nehme an, das ist da, wo jetzt das Amulett liegt, ne? Also die Stadt, die jetzt wieder aufgetaucht ist und wo die Geister rum vorwerken. Durch den großen Damm war ein riesiger See entstanden, an dessen Ufer wir unsere neue Stadt errichteten. Die Ruinen unserer alten Stadt waren vollständig vom See überflutet worden. Das Leben ging weiter, aber wir bekamen nie eine Nachricht aus der Kaiserstadt. Keine Warnung, keine Erklärung. Hatten wir den Kaiser verärgert? Oder nahm er gar keine Notiz von uns? Ich werde es vermutlich nie erfahren. Also das Übliche. Die Arbeiter, die den großen Damm überwachten, kamen ab und zu in die Stadt. Aber sie wussten auch nicht mehr als wir. Diese Frage werde ich wohl mit in mein Grab nehmen müssen. Tja, ist ja nicht die erste Stadt, der es so ging, dass da einfach mal so ein Stausee angelegt wird. Niemand will hier mit mir über die Ruinen sprechen. Ja, warum eigentlich nicht? Die Leute begannen ein neues Leben hier. Doch Schmerz und Trauer waren ihre ständigen Begleiter. Gespräche verloren sich im Nichts. Nachts hörte man das Weinen der Frauen und auch das vieler Männer. Irgendwann hörten die Leute auf, über die Vergangenheit zu sprechen. Dann weigerten sie sich, darüber zu reden. Und nun tun sie so, als wäre all das nie geschehen. Gott, das wird ja immer mehr. Und ihr habt nie versucht, euch für die Zerstörung eurer Stadt zu rächen. Ich habe die Ruinen auf meinem Weg in die Stadt gesehen. Sie liegen nicht unter Wasser. Die Ingenieure und Soldaten des Kaisers haben den Damm vor einigen Monaten verlassen. Sie verschwanden einfach mitten in der Nacht. Kurz darauf öffnete sich der große Damm von allein. Es war niemand mehr da und so floss das Wasser ab. Und die Ruinen kamen zum Vorschein. Sie lagen 18 Jahre unter Wasser und nun sind sie wieder da. Ich weiß nicht, wer den großen Damm geöffnet hatte. Einige meinen, es sei das Werk von Geistern. Sie sagen, dass all jene, die in der Stadt umkamen, nicht in Vergessenheit geraten wollen. Tja, das mag ja sein. Warum hat denn niemand versucht, den Damm zu schließen? Und ihr habt nie versucht, ja, warum hat denn dann niemand zugemacht? Wir wissen leider nicht, wie das geht. Wir sind einfache Leute. Der große Damm übersteigt unseren Horizont. Es heißt, dass er mit Hilfe von Magie erbaut wurde. Ja, und die Rache? Der Rachegedanke ist auch nie aufgetaucht. Das nächste hatte ich ja schon. Danke für die Geschichte. Bauern wie ihr verdienen, was auch immer mit ihnen geschieht. Ja, das ist wieder ein Klops. Ihr seht wie ein Kämpfer aus. Ihr könnt für euch selbst eintreten. Aber ihr müsst verstehen, wir sind einfache Leute. Wir fischen und bestellen die Felder. Unser Leben hängt von der Gnade der Götter, der Natur und des Kaisers ab. Sind uns diese Mächte wohlgesonnen, haben wir ein gutes Auskommen. Aber sollte eine dieser Mächte erzürnt sein, nun, dann können wir nichts dagegen unternehmen. Wir müssen uns unserem Schicksal ergeben. Das hat mal alles. Danke für die Geschichte. Danke, dass ihr mir zugehört habt, Jungchen. Nicht viele nehmen sich heute noch die Zeit dazu. So. Also, da hat uns das Spiel ein bisschen Info geliefert, ein bisschen Hintergrund. Was haben wir noch? Bettler. Kaufmann Tju. Okay, mal sehen, was der hier drauf hat. Ah, ich sehe das Funkeln von Intelligenz, Erlesenheit, Weisheit, Bildung und Frömmigkeit in euren Augen. Einen wunderschönen guten Tag. Was darf ich euch verkaufen? Da entdeckt ihr aber eine Menge, nur in einem Funkeln, das würde ich auch mal so sagen. Nun, Menschenkenntnis gehört zu meinem Beruf. Und ich kann deutlich sehen, dass ihr zu der besten Sorte Leute zählt. Das heißt, zu der Sorte, die Silber in der Hand hat. Kann ich euch für etwas Saatgut interessieren? Wie wäre es mit einer Mistgabel? Oh, und ich habe auch Heu. Ich hätte gern eine Karotte. Verkauft ihr Windkarten?
Nein, ich fürchte, das tue ich nicht. Noch vor wenigen Jahren konnte man Windkarten überall finden, auch wenn nur die Reichen sie bei ihren Luftschiffrennen brauchten. In letzter Zeit sind die Windkarten jedoch verschwunden. Ich weiß, dass die Leute des Kaisers alle Windkarten mitgenommen haben, als sie Tiens Anleger verließen. Es gibt Leute, die behaupten, aber das ist nicht wichtig. Ja, los, sag's mir, rück raus. Ja? Wir sind doch Kumpels, du siehst so das Funkeln in meinen Augen. Manche Leute behaupten, die Hand des Todes sammle alle Windkarten ein und zerstöre sie, damit nur noch er und seine Leute frei durch das Reich reisen können. Ich glaube dieses Gerede allerdings nicht. Ich bin fest von der Güte, Freundlichkeit und Weisheit unseres Kaisers und aller in seiner Nähe überzeugt. Also hat niemand Windkarten außer der Hand des Todes? Habt ihr jeder daran gedacht, dass der Kaiser auch weniger gütig sein könnte? Ich nehme an, in der Kaiserstadt könnte es noch Händler geben, die welche haben. Und sie waren einmal so weit verbreitet, dass es hier und dort noch einige geben muss. Ich habe jedoch keine. Und ich kenne auch niemanden, der eine hat. Dann lass mich doch mal deine Waren sehen. Erstmal gucken. Ich habe die beste Auswahl an Saatgut. Ja, das will ich außerdem nicht. Führe ich hervorragende Körbe, ausgezeichnete Fischernetze und einmalige Bootsschrubber. Ja, die Bootsschrubber finde ich natürlich gut. Habt ihr etwas Nützliches, wie etwa Waffen oder magische Gegenstände? Ich habe einen Mantel, der so warm ist, dass er wie eine Waffe gegen die Kälte wirkt. Toll. Und ich habe einen Schrubber, der so gut ist, dass er wie magisch putzt. Nee, ihr führt nichts, was ich wirklich haben will, oder? Wer hätte nicht gern einen Korb, der so groß ist, dass man zwei kleine Kinder darin tragen kann? Naja, Schluss, reicht jetzt. Also schön. Wenn ihr etwas ausgeben wollt, verkaufe ich euch jedenfalls gern etwas. So ein dummes Gequatsche. Wo ist denn der Quest? Da ist der Quest. Was ist das für ein Typ? Wagt es niemand, sich den Gefahren des großen südlichen Walds zu stellen? Ja, bei Gelegenheit. Da kommen wir noch hin. Konio Nuyu, kuki ir tatasina. Zun puno onu yusir taikunpa ibnanopir ni wonun. Okay, lasst mich. Ein ehrbarer Kaufmann hatte immer ein gutes Auskommen in dieser Stadt, aber diese betrunkenen Seeleute haben fast meine gesamte Ware gestohlen. Ich kann euch also nichts verkaufen. Was haben sie denn alles mitgenommen? Wonowir efuir uk zum nordfonir siir sisitu. Saga afsoir. Uk napir anigir ninpir. Es wurden fast nur verderbliche Güter gestohlen. Getreide, Backwaren, Obst. Ich werde sie wohl kaum zurückgehalten und sie sind die Mühe nicht wert. Owo sair uyukab tantarundano. Wo tarwair shafir owo. Das Einzige, was mich wirklich schmerzt, ist der Verlust einer Tonfigur. Gestern hat Tong, einer der Seemänner, sie mir gestohlen. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Jetzt muss ich bestimmt Tong umhauen. Die Figur ist nicht viel wert, aber ich habe sie von meiner Mutter geerbt. Wenn ich sie doch nur zurückbequeme. Kann ich euch irgendwie helfen? Habt ihr die Obrigkeit davon verständigt? Fragen wir danach mal. Wonowir efuir uk zum Nordfonir siir sisitu. Saga afsoir. Uk napir anigir ninpir. Normalerweise geht man mit sowas zur Obrigkeit, aber wie ihr bereits bemerkt habt, kann Minister Sheng nicht viel gegen die Seeleute tun. Niemand in der Stadt weiß Rat. Usosir uthak tarweir. Shafir owosu. Wir sind nur einfache Bürger. Tong weiß, dass er sich mir gegenüber alles erlauben kann und damit davonkommt. Wäre denn eine Belohnung für mich drin, wenn ich euch helfe? Ich würde euch gerne etwas anderes. Nee, ich werde für euch mit Tong sprechen. Woquair ano uyu, kubkithir soso wawair wakwakir towir wo. Okay, ich danke euch. Tong und seine Kumpane betrinken sich meist irgendwo bei den Lagerhäusern hinter dem Pier der Bettler im südöstlichen Teil der Stadt. Also, okay, ganz nach unten rechts muss ich dann. Wokausoir noka wowo tarawail shaksiro finopifu. Wenn ihr überreden könnt, mir die Tonfigur meiner Mutter zurückzugeben, erhaltet ihr all meine Waren zum Sonderpreis, sobald sie geliefert werden. Ja, sobald. Also, wir haben einen neuen Quest. Tong um Tong. Wagt es niemand, sich den Gefahren des großen südlichen Walds zu stellen? Ja, dann quatsch mal nochmal mit dem hier. Der hat doch bestimmt auch ein Problem. Oh, was ist das denn da? Buchständer. Höchst bedauerliche Vorkommnisse. Oh, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das dauert zu lang. Ihr könnt jetzt Pausentaste drücken und dann. Ich gehe das mal kurz runter so. Ah,
Moment. Muss jetzt anhalten. Gucken, jetzt scroll ich das so ein bisschen nach unten, wenn es geht. Also so ein bisschen Story wieder. Und ich habe ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Wer ist denn der da? Milizwache einfach nur. Minister Sheng, schönen guten Tag. Es ist nicht leicht, Minister Sheng zu sein. Mit Ärger überhäuft, vom Untergang umzingelt und jetzt auch noch von einem schwierigen Fremden unterbrochen. Im Ernst, könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade damit beschäftigt bin, das Abgleiten meiner Karriere in die Vergessenheit zu beobachten? Minister Sheng hat einfach keine Zeit für eure geringfügigen Sorgen. Ich habe eigene Probleme. Und ich habe eher so das Gefühl, dass du gerne rumheulst. Welchem Ministerium gehört ihr denn an? Ja. Dem Ministerium für Harmonie, welches Hinrichtungen und Steuern überwacht. Toll. Aber der arme Minister Sheng überwacht gar nichts in dieser sterbenden Stadt. Außer Misserfolgen. Dieser Provinzpickel einer Stadt lebt von dem See, der durch den großen Damm erzeugt wird. Aber der große Damm ist offen und der See ausgetrocknet. Die Stadt stirbt. Unter meiner Aufsicht. Tja. Hast du wohl Scheiß gemacht. Warum ist der große Damm offen? Ich habe keinerlei Ahnung. Es sei denn... Na gut, ihr habt mir die Zunge gelöst. Es ist gefährlich, darüber zu reden, aber ich bin ein mutiger Mann. Es war dieser grässliche Inquisitor Lim. Lim überwacht die Operationen der Lotus-Assassinen in diesem Gebiet. Vor einigen Wochen kam er in die Stadt und verlangte einen Schlüssel zu den Ruinen. Dann gingen seine Männer dort hinauf und öffneten den großen Damm. Ich will den Schlüssel auch. Inquisitor Lim lässt seine Assassine nach etwas suchen, ich weiß aber nicht nach was. Minister Sheng ist schlau genug, seine Nase nicht in Angelegenheiten der Lotus-Assassinen zu stecken. Ich wollte eine Panik in der Stadt vermeiden, darum habe ich Lims Anwesenheit geheim gehalten. Es ist besser, die Bauern glauben, es waren Geister. Eine wesentlich weniger beängstigende Vorstellung. Gibt es etwas, was ich tun kann? Ich möchte euch etwas anderes fragen. Nee, erstmal gucken, ob ich was machen kann da bei der Situation. Eine mutige Seele muss durch die alten Ruinen gehen, in denen es absolut nicht von Geistern wimmelt, und den großen Damm schließen. Das Tor zu den Ruinen ist verschlossen, aber ich habe einen Schlüssel. Den will ich. Ich kann niemandem befehlen oder jemanden bitten, dies zu tun. Wird der große Damm geschlossen, werden die Ruinen überflutet. Viele Assassinen und Soldaten würden sterben. Nicht gut für meine Karriere. Aber für meine. Aber sollte ich zufällig den Schlüssel verlieren und jemand würde ihn finden, dann könnte die Stadt gerettet werden und das Problem würde sich ohne meinen Einfluss lösen lassen. Du bist mir ja ein ganz Schlauer. Wenn ihr mit dem Geschwätz fertig seid. Nee, interessant, ich werde darüber nachdenken. Gibt es eine Belohnung dafür? Von mir sicherlich keine, denn ich habe euch ja um nichts gebeten, stimmt? Richtig. Allerdings weiß ich zufällig vom Kapitän mit Namen Ing, der mit seinem Schiff hier festsitzt. In seinen Laderäumen verrottet eine große Fracht. Ich bin sicher, dass er jemandem, der den großen Damm schließt, ein gutes Sümmchen zahlen würde. Da er ein Fremder ist, konnte er euch natürlich nicht sagen, dass man dafür die Ruinen durchqueren müsste, die man durch das Westtor erreicht. Fremde kennen sich eben nicht so gut aus. Hervorragend, und er gibt mir dann gleich schon die Wegbeschreibung. Ah, was ich euch fragen wollte, ihr wisst, nicht zufällig nichts über Flieger? Minister Sheng erinnert sich an Zeiten, als Flieger der wohlhabenden Elite der Kaiserstadt vorbehalten waren. Heute plündern Piraten mit ihnen das Land. Schändlich. Ich denke, in der Theorie könntet ihr im Piratenlager flussaufwärts einen Flieger finden. In der Praxis aber bezweifle ich, dass ihr die Piraten sehr entgegenkommend finden werdet. Ich denke, Ru, der Bootsmann, ist verrückt genug, euch zu fahren, sofern er betrunken ist.
Ja. Ru ist sicher der Einzige, der diesen Ausflug machen würde. Und dann würden die Piraten euch töten. Toll. Ich habe eine glorreiche Zukunft vor mir. Das ist alles, was ich wissen muss. Wo finde ich Ru, den Bootsmann? Wo ist denn der? Ru verkündete vor 3 Tagen, er werde losziehen, um den großen Damm zu schließen. Zuerst ging er aber noch auf eine Schale Wein ins Teehaus. Soweit ich weiß, ist er immer noch dort. Okay, das Teehaus weiß ich ja. Ich brauche dringend einen Flieger. Minister Xing erinnert sich an Zeiten... Ja, das hatten wir ja schon. Okay. Kam mir kürzlich eine Flotte von Fliegern vorbei? Ich sah vor kurzem eine große Flotte von Fluggeräten vorbeiziehen. Minister Xing machte sich schon Hoffnungen, sie wären gekommen, um ihn von seinem entwürdigenden Posten zurück in die Kaiserstadt zu eskortieren. Aber die Flieger landeten nicht in Tiens Anleger. Sie flogen flussaufwärts, in Richtung Piratenlager. Zweifelsohne wollten sie dort nachtanken. Aber wo sie jetzt sind, kann ich nicht sagen. Eieieiei, ich brauche dringend einen Flieger, ich möchte euch was anderes fragen. Hervorragend, wahrhaft gute Nachrichten. Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Bis zu meinem Selbstmord sind es noch ein paar Stunden. Ah, mein Lieblingsthema. Nein, fragt und Xing, kaiserlicher Minister für Harmonie für diese ganze Region, erlaubt, dass er euch sonnt im Ruhme. Seinem Ruhme. Was macht das Ministerium für Harmonie? Warum wurdet ihr nach Tiens Anleger geschickt? Warum steht ihr hier vor einem Karren? Welche Schande! Seitdem der große Damm geöffnet wurde und der See ausgetrocknet ist, liegt ein Schiff im Hafen fest. Und die Seeleute werden immer unangenehmer. Einige von ihnen betranken sich und setzen das Büro des Ministeriums für Harmonie in Brand. Das sind die Ruinen da drüben. Okay, jemand sollte etwas gegen die Seeleute unternehmen, denke ich. Was kann schon getan werden? Die Seeleute wollen die Stadt ebenso gern verlassen, wie die Stadt sie loswerden will. Aber solange der Damm nicht geschlossen ist, fährt ihr Schiff nirgendwo hin. Na ja, gut, also den Damm öffnen, ist klar. Ich bin sicher, Kapitän Ing unten am Pier würde euch eine Belohnung anbieten. Haben wir schon gehört, das Gleiche. Noch was anderes? Was haben wir denn noch? Ich interessiere mich für euch, brauche Informationen über die Stadt. Nee. Über das Kaiserreich befragen, was sagt dann es da? Es stimmt. Ich bin... Okay, was haltet ihr vom Kaiser? Was wisst ihr über die Hand des Todes? Ich glaube, ich sage jetzt erstmal Lebewohl. Ja, ja. So, ich habe den Ruinenschlüssel. Das ist gut. Leider ist unsere heutige Zeit rum. Ich glaube, wir sind so knapp über 30 Minuten, 33, 34 Minuten um den Dreh. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Aufgaben. Wenn ich das sehe, wir finden... Was haben wir hier? Wir haben das mit dem uralten Spiel, die gestohlenen Andenken, Kaufmann, da müssen wir so dem Tong. Moment, hier, das ist das hier unten wahrscheinlich. Kurz gucken. Minister Sheng, hier haben wir die alten Meister. Kannibale, Gelehrter Sechs Himmel und hier haben wir Kapitän Ing ist auch unten. Also der Tong muss hier rumrennen und in dem Ding ist unser Teehausbesoffener, der Bootsmann und da müssen wir noch hier zum Damm wieder zurück und die Näherin, ihr Mann, Freund, ist hier unten, glaube ich. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich weiß, es ist etwas quatschlastiger oder laberlastiger hier in der Stadt. Aber ist halt so. Ist jetzt so, die Spielwelt gehört mit dazu. Müssen wir irgendwie durch. Macht ja vielleicht auch ein bisschen Spaß zuzuhören. Dann Dankeschön fürs Gucken und gerne einen Daumen nach oben, wenn diese Serie hier weitergehen soll. Dankeschön, bis bald und tschüss.